Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity. Dass ich jetzt dann doch recht unregelmäßig spielen werde, wenn ich die Zeit finde. Denn ich habe andere Pläne, Aufgaben. Sag ich euch aber alles noch im Kanal Update dann in oder ja, nach der internetfreien Zeit im Sommer. So, wir gehen jetzt erstmal zum Adra-Bogen, ne? Jetzt ist natürlich das Blöde hier, wenn ich das so unregelmäßig spiele, das darf man eigentlich gar nicht unregelmäßig spielen, denn ansonsten vergisst man alles. Hier wollten wir Sarganis Burschen finden, ne? Diesen Bersuk oder wie der hieß. Blöd genug. Wir haben nur 2 Rastvorräte. Das ist wenig. Ja, was machen wir jetzt hier? Hier passiert ja gar nichts. Oder seht ihr, dass da was passiert? Ich sehe nichts. Leider. Ja, ich kann es ja sagen schon, zurzeit steht Skyrim ganz oben auf meiner Liste und das macht noch mehr Spaß als bisher zurzeit. Ich habe da das Ganze noch ein klein bisschen verfeinert und ja, deswegen möchte ich eigentlich das wieder intensivieren. Deswegen wird einiges anderes noch den Bach runtergehen. Außerdem auf meiner Arbeit habe ich auch etwas Neues, ein Projekt am Laufen. So, genug. Genug hier. Ja, was machen wir hier? Was soll der Adra-Bogen, ne? Ist doch ein Adra-Bogen, oder? Adra-Formation. Ist kein Bogen, ne? So wie es aussieht, ist es vielleicht der falsche. Haben wir irgendwo noch einen Adra-Bogen? Weiß ich jetzt nicht. Als wir die Berholzklippe erreichten, war Bersuk bereits aufgebrochen, aber ich sah eine andere Vision. Und dieses Mal befand er sich tief im Wald und rannte auf einen Adra-Bogen zu. Ja, ob es gerade der ist, ne? Ich wüsste jetzt keinen anderen. Kann mich auch täuschen. Ja, jetzt sind wir aber hier ein bisschen. Hier haben wir Lady Webb, haben ja über alles informiert. Jetzt bin ich hier ein bisschen. Stehe ich natürlich total auf dem Schlauch, ne? Der Alkolyt, das bleierne Schlüssel, hat mir die Vision eines Agenten an einem Ort des Elends und des Wahnsinns gezeigt. Ich muss diesen Agenten finden und seinen oder ihren Plan ergründen. Ort des Wahnsinns. Was soll denn das sein? Er hat mir eine reiche Gegend gezeigt, an der aber auch Elend und Wahnsinn ist. Jemand wartet dort, ein Gefangener aus freiem Willen. Wenn ich diese Person finden will, muss ich diese Gegend finden. Vielleicht wissen die Wächter, wo das ist. Was für Wächter? Oh, man. Man. Ich weiß nicht, wo der Ort des Wahnsinns ist. Wahnsinns ist. Ich hätte eine Idee. An einem reichen Ort. Und krank. Eventuell. Pass auf, ich gehe mal zurück nach Trutzbucht. Werd meine ja, hier Vorräte auffüllen. Dann gehe ich nochmal zu Lady Webb und dann gehe ich mal eventuell ins Krankenhaus, oder? Waren da Verrückte drin? Ich glaube nicht, oder? Ansonsten muss ich wohl oder übel. Tja, weiß nicht. Frage ich euch mal, ne? Aber ihr wisst es ja wahrscheinlich nicht. Ihr müsst ja wahrscheinlich genauso in die Lösung schauen. Oh Gott, ich mag nicht in die Lösung schauen. Ich mag wirklich nicht reinschauen. Na dann.
So, da bin ich am Kupferweg und ich schaue lieber mal ganz schnell hier rein, was hier so los ist, ne? Meine Sicherheitsleute berichten, dass Agenten des bleiernen Schlüssels die Festung in 3 Tagen angreifen. Das ist nicht schön. Ich würde sagen, das beenden wir mal automatisch. So, was ist passiert? Halt hier. Die südliche Ringmauer wurde vernichtet. Die westliche Ringmauer wurde vernichtet. Ich soll das wahrscheinlich nie automatisch machen. Wie viel? Wir haben noch 6 von 8 Leuten hier. Haben wir eigentlich genug, ne? Wir können eigentlich hier volle Profis hier einstellen. Zum Beispiel hier diesen Goldbackritter noch. Und eventuell diesen Linienbrecher, ne? Der kostet uns fast nichts und gibt jede Menge Sicherheit. Hätten wir noch was Besseres? Nee, ne? Ja, wir hätten noch jemanden, der uns Hüter der Wildnis. Hüter der Wildnis ist gut, oder? Ist besser. Finde ich. Anwerben. Gut, dann hätten wir hier schon mal volle Kanne. So, jetzt müssen wir wieder die Ringmauern herstellen. Oh man. Hier ist südliche Ringmauer kaufen. Hier ist es los. Gut. So, dann gehe ich mal in den Kupferkessel oder wie heißt der? Nee, hier. Moment. Ach so, wir müssen erst hier drüber. Hier rein, ne? Ja, aber ich habe immer noch keinen richtigen Plan. Ist wie es ist, ne? Na denn, bei Lady Web habe ich überhaupt und gar nichts Neues erfahren. Bin jetzt mal ins Krankenhaus, Sanatorium rein. Jo, und da wollen wir mal schauen, ne? Ob wir hier einen Verrückten finden. Ob es überhaupt hier verrückt. Es gibt hier Besiedler. Was haben wir denn hier überhaupt gemacht? Haben wir hier schon was? Was war denn hier im Sanatorium? War das nicht, dass wir hier Alut geheilt haben? Oder, naja, geheilt haben wir ihn nicht, ne? Das kann man nicht sagen. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber war hier nicht irgendwie die Frau, der Frau? Könntest du uns vielleicht noch was sagen? Bin beschäftigt. Sie hat ihre Notizen verlegt. Ja, denn. Good day to you. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Ja, vielleicht suche ich ja. Diese Valianerin erforscht sie, sagt man. Du solltest lieber mit ihr sprechen. Ja, das haben wir ja schon. Dann mach schnell und fass nichts an. Ja. Ich fass ja nichts an. Vielleicht sollte ich ja was anfassen. Hier ist verschlossen. Müssen wir da rein? Aber ich möchte mich eigentlich nicht mit denen hier. Wir haben uns sowieso schon überall in Ondras Geschenk sind wir ja auch schon. Was sind denn überhaupt? Was sind das hier für Folterwerkzeuge, oder? Es ist wirklich ein Irrenhaus. Oder? Und vor allen Dingen hier ist ja was abgesperrt. Vielleicht ist ja der, den wir suchen, hier irgendwo drin, aber ich mag irgendwie. Ist ja zum Verrückt werden, oder? Gehen wir wieder rauf. Vielleicht ist oben noch was, was ich übersehen habe. Man weiß ja nie, ne? So,
Also, was haben wir hier noch? Was? Ein Oberwärter. Haben wir mit dem schon gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Weiß es wahrhaftig nicht mehr. Wer liegt nur ab da? Wartet mal kurz, ehe ich mit dem Oberwärter spreche. Moment, was ist denn hier los? Greetings! Ja, nee, da ist nichts los. Ja, dann sprechen wir mit dem Oberwärter. Haben wir schon mal mit ihm gesprochen? Good day to you. Ja, haben wir. Frag mich, wie du in den Zustand geraten bist. Erzähl mir über das Sanatorium. Ich könnte... Moment. Ihr könnt ein Mitglied des bleiernen Schlüssels in eurer Mitte haben. Wisst ihr das? Edelmoor, oder Ethelmoor, stöhnt und der Stein um ihn herum bebt. Ich hätte darauf verzichten können, das zu hören. Wie oft haben sie sich in unsere Angelegenheiten eingemischt? Natürlich kann man selten sicher sein, dass sie die Finger im Spiel hatten. Oder ob das Unglück von allein zugeschlagen hat. Aber einige ihrer wenigen fähigen Infiltratoren wurden hin und wieder enttarnt. Sie sind ein konstantes Ärgernis. Erneut muss ich bemerken, wie neidisch ich auf deine Gaben bin. Sie sind äußerst nützlich, gewiss, wenn man seine Identität bestätigen möchte. Du stehst ebenfalls im Zwist mit dem bleiernen Schlüssel, nehme ich an? Ja, das ist wohl wahr. Die haben nämlich irgendwas führen die im Schild und ich will herausfinden, was. Sie führen immer etwas im Schilde. Dessen kannst du dir gewiss sein. Wenn du in ihren Plänen eine Rolle spielst, so hast du mein vollstes Mitgefühl. Hast du einen Hinweis, wer diese Person sein könnte? Ja, ich denke, das ist irgendein Verrückter. Also, habe ich so im Verdacht. Vielleicht Patient, Verrückter oder sonst was. Das weiß ich erst, wenn ich begegnet bin. Also gut. In diesem Fall würde ich empfehlen, dass du zunächst mit unseren Beseelern sprichst. Sie haben regelmäßig mit Patienten wie auch mit Kollegen zu tun. Du findest sie hier oben oder in ihren Büros unten. Du wirst mir doch sofort Verdächtiges melden, ne? Das ist meine einzige Bedingung. Weiß hier irgendjemand was über Erweckungen übrigens? Eine Beseelerung, eine Beseelerin im unteren Stockwerk ist den ganzen weiten Weg von Revoir hierher gekommen. Ach so, mit der haben wir schon gesprochen. Alles klar. Dann leb wohl. Oh, Gott sei es gedankt. Ich hätte jetzt echt nichts mehr gewusst. Ich meine, das war schon Zufall. Ich sag's euch, wie es ist. Das war schon mehr als Zufall. So, dann spreche ich mal mit dem da hinten, der drin, ne? Vielleicht kann der mir ja was verraten. Vielleicht soll ich erstmal speichern. Nach diesem... Ja, also, wäre ich jetzt nicht so unbedingt drauf gekommen, ne? Dass der Ort des Wahnsinns dieses Sanatorium ist. Well met, friend. Also, du kannst mir schon mal nicht helfen, richtig? Richtig. Wen haben wir denn eigentlich noch hier oben? Edelmänner und Edelfrauen, Beseeler, okay. Du kannst mir ja nicht helfen, ne? Kann mir überhaupt jemand helfen? Vielleicht muss ich doch wieder runter, ne? Und zu diesem Mordred oder wie der heißt, oder? Wie heißt der? War hier noch jemand? Nee, ne? Doch. Ah. Aha. Nanz. Ich weiß natürlich, die Stimmen weiß ich gar nicht mehr, ne? Sorge ich euch gleich. Ich untersuche die Möglichkeit, dass der bleierne Schlüssel sich ins Sanatorium eingeschlichen hat. Hast du etwas Verdächtiges gesehen, mein Freund? Oh, ich fürchte, ich bin zu sehr mit meinen Forschungen beschäftigt, um zu bemerken, was um mich herum vor sich geht, aber vielleicht weiß einer der anderen Beseeler, was vor sich geht. Ja, vielleicht. Was? Wir haben noch einen Nachtrag? Ja, das
Haben wir gerade mitbekommen. Na, dann gehen wir runter, ne? Da oben scheint ja nur nichts mehr zu sein. Ja, vielleicht müssen wir wieder zu unserer Lieblingsbeseelerin. Gehen wir mal rüber. Vielleicht hat er dir jetzt was Neues zu sagen, ne? Hallo. Nein, hat sie nicht. Ja, jetzt bist du unsere letzte Chance hier. Weiß doch nicht. Hallo. Ja, ich sag mal, wir waren noch gar nicht hier. Doch, oder? Hier geht's doch wieder raus. Verdammt und zugenäht. Aber Moment, hier sind ja auch noch Räume. Da waren wir noch gar nicht drin. Super. Wir waren noch nie bei Ripley. Oh Gott. Hätten wir vielleicht mal hin sollen. Welcome. Eine junge Orlanerin lässt ihre Finger über die Buchrücken vor sich streifen, Reihe um Reihe. Ihre Bewegungen sind schnell und abrupt, wie die eines Vogels. Sie bemerkt mich erst, als ich sie fast erreicht habe. Huch, du hast mich erschreckt. Und, hast du die Erlaubnis, hier zu sein? Ja. Und zwar untersuche ich verdächtige Aktivitäten, nämlich hier im Sanatorium. Oh, ich bin nur Meister Azos Assistentin. Er weiß dazu bestimmt mehr. Aber er steckt mitten in seinen er behandelt gerade einen Patienten. Du kannst ihn ersprechen, wenn er die Patientenstation verlässt. Wenn das alles war, dann ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Behandelt Azos einen Patienten oder führt er doch irgendwelche Experimente durch? Oh nein, nein, ich bin nur seine Assistentin. Ich darf nicht tratschen. Entschuldigung. Wie gelange ich in die Patientenstation? Nur Meister Azo hat Zugang. Oberwärter Edelmörb wohl auch. Nehme ich an. Aber er ist ja, naja, eine Statue. Und was tust du genau jetzt hier? Hauptsächlich helfe ich Meister Azo dabei, seine Ausrüstung vorzubereiten und zu reinigen. Außerdem organisiere ich sein Büro, da er so beschäftigt ist, um es selbst zu tun. Und du bist nicht zufällig ein Experte, ne? Du bist der Assistent. Ah, ich? Nein, ich bin doch nur Meister Azos Assistentin. Aber es ist eine Forscherin aus Revoir hier. Er heißt Pelasike. Ja, das weiß ich bereits. Das ist mir klar. Dann muss ich wahrscheinlich wieder rauf, ne? Achso, hier waren wir schon. Denn hier kann ich ja immer noch nicht rein, oder? Ja, dann geht's wieder nach oben zur Statue. Eine Lauferei hier. Nur gut, dass ihr die Ladesequenzen nicht alle mitbekommt. Sag ich euch. So, Statue. Komm, ich bin da. Erzähl, Meister. Alle Klassen. Good day to you. Ich habe etwas herausgefunden. Vielleicht führt Catman Azo Experimente an seinen Patienten hier durch. Experimente? Catman Azo ist jetzt für das Wohlergehen der Patienten zuständig. Er ist nicht mehr befugt, Experimente auszuführen. Ich bin enttäuscht von Catman. Ich hatte gehofft, er könnte deine Ermittlung weiterbringen. Er ist gewiss in seinem Büro oder auf einer der Patientenstationen. Ich gewähre dir sofortigen Zugang, damit du ihn finden kannst. Du wirst dich gewiss mit ihm noch weiter über diese Angelegenheiten unterhalten wollen. Und ich zumindest bin äußerst neugierig, was er zu sagen hat. Sei vorsichtig auf den Stationen. Es gibt dort einige gefährliche Fälle. Außerdem bitte ich dich, versuche die Patienten nicht unnötig aufzuregen. Sie haben schon genug eigene Sorgen. Okay. Na dann, glaube ich, kann ich jetzt runter, ne? Ist doch wohl richtig. So, speichern wir mal kurz. Hier irgendwas passiert noch.
Und versuchen mal, da hinten jetzt reinzukommen. Also, wir hoffen es, ne? Die Wachen müssten uns ja jetzt durchlassen, theoretisch. Eventuell. Yep, der Oberwächter hat gesagt, durch Einrandung, bin vorsichtig. Ja, alles klar. Ui, ui und dui. Fleischkonstrukt. Die Wirbelsäule dieser Frau ist krumm, weshalb sie von übergebeugt steht. Ihre fettigen Haare hängen wie Ranken über ihre großen Augen. Sie lächelt dich an. Du besuchst sicher jemanden. Dann bemerkt sie, wie ich aussehe und fügt hinzu. Ein freundschaftlicher Besuch, hoffe ich. Ja, ist es, hoffe ich auch. Was weißt du über einen Beseeler namens Azzo? Oh, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Viele Beseeler scheren sich nicht um ihre Patienten. Für sie sind wir nichts als Versuchskaninchen für ihre Experimente, aber Meister Azzo, er behandelt uns nämlich wie Menschen, selbst die Schwerstkranken. Man spürt, dass er den Menschen helfen will. Er hat mir geholfen, sehr vieles über mich selbst zu verstehen und nicht nur mir. Das weiß ich. Es ist ein Jammer, was sie ihm angetan haben. Ja, verbirgt es gut, aber ich weiß, dass es ihm noch immer schwer zu schaffen macht. Was meinst du damit? Was ist mit Azzo passiert? Freyolds Augen huschen hin und her und ihre Stimme senkt sich zu einem kaum hörbaren Flüstern. Sie reden nicht gerne darüber, aber es gab hier einen Unfall. Er galt als einer der klügsten Köpfe im ganzen Dürrwald. Dieser Ruf war es, der mich dazu gebracht hat, mich hier in Behandlung zu begeben. Die Leute sagen, sein Ego habe ihn dazu getrieben, das Vermächtnis aufzuheben. Aber das ist völliger Unsinn, auch wenn er ein kleiner Prahlhans war. Er liebt seine Heimat. Er dachte, er könne helfen. Er sprach nicht viel über seine Arbeit. Er glaubte, seine Kollegen könnten versuchen, sie zu stehlen. Aber er sagte mir einmal, dass er einen Weg gefunden habe, eine Seele zu erschaffen. Keine echte Seele allerdings. Wie hat er es ausgedrückt? Stellvertreter, sagte er. Er hatte eine Maschine, die Energie aus dem Äther selbst ziehen konnte. Ist das zu glauben? Er wollte dadurch helfen, das Vermächtnis zu ertragen. Er wollte es leichter machen, Hohlgeburten zu lieben und zu pflegen. Die Götter wissen, dass wir das brauchen könnten. Weißt du, wie man diese leeren kleinen Säuglinge in Ondras Geschenk auch nennt? Hohlgeboren. Nein, sag's mir. Sie nennen sie Bojen, weil es so viele von ihnen mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben gefunden werden. Wir leben in verrückten Zeiten. Wie dem auch sei, Meister Azzo hatte eine öffentliche Demonstration seiner Arbeit im Kupferweg geplant. Oh, er war so aufgeregt. Und dann am nächsten Tag hatte er sich in sein Büro eingesperrt. Er schickte alle Besucher fort und er empfing auch keine Patienten mehr. Ich weiß nicht genau, was passiert ist und ich wage es nicht, ihn zu fragen, aber ich bin froh, dass sie ihn wieder erlauben, Patienten zu behandeln. Weißt du, wo es sein könnte? Ich glaube, ich habe ihn heute schon gesehen. Hast du im Laboratorium nachgesehen? Es liegt direkt neben seinem Büro. Er hält sich die meiste Zeit dort auf. Ist irgendjemand von den Patienten ja eher ungewöhnlich? Nun, ja, Patixa. Er lebt immer wieder einen Mord, den sie vor mehr als 5 Lebzeiten begangen hat. Idelmann, er hat angeblich nur eine halbe Seele. Er wurde gefunden, wie er die Gesichter anderer gesammelt hat, weil er glaubt, sein eigenes sei eben nicht sein eigenes. Gram spricht in einer Sprache, die keiner versteht und schreit nachts oft. Nein, ich meine nicht verrückt, also ich meine so anders. Also, verstehst du? Ach, nun ja, ich denke schon, aber nichts, wofür es sie sich nicht freiwillig gemeldet haben. Meister Azzo hat uns wissen lassen, dass einige Patienten aus der Nordstation sich freiwillig für eine neue Therapie gemeldet haben und für die Behandlung in dieses Laboratorium geführt werden würden. In der Nordstation behandeln wir
unsere schwierigsten Fälle. Ich bin froh, dass einige von Ihnen sich entschieden haben, sich helfen zu lassen. Seit die neue Therapie begonnen hat, scheint es dort auch ruhiger geworden zu sein. Und komme ich in diese Notstation rein? Sie halten diese Patienten isoliert. Ich glaube nicht, dass die Wachen je einen Besucher eingelassen haben. Nur Meister Atsu. Du könntest ihn fragen, er hat sehr viel Mitgefühl. Warum bist du eigentlich hier? Du scheinst ziemlich normal zu sein. Ihre Wangen erröten hinter ihrem Vorhang aus Haaren. Und das will ich nicht sagen. Du würdest mich verabscheuen. Ach, mach dir doch deswegen keine Sorgen. Die letzten Jahre waren nicht sehr gut zu mir. Sie waren zu niemandem gut. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Ich habe meinen Mann und beide Jungs im Krieg der Heiligen verloren. Meine Tochter, das Vermächtnis nahm sie mir, ehe sie je mein war. Ich habe irgendwie weitergemacht. Was soll man sonst tun? Ich bin in ein winziges Loch in Ondras Geschenk gezogen, habe mich in dem Flicken von Kleidung und notfalls mit Betteln durchgeschlagen. Aber ich war am Leben und die Götter wachten über mich. Damit konnte ich leben. Dann, eines Tages, kommt eine Adlige herein, will ein teures Kleid flicken lassen. Ein wunderschönes Ding, in einem Blau, wie ich es noch nie gesehen hatte. Nur hatte ich das doch. Ich sah es an und es erinnerte mich an etwas. Ich hatte das, was man eine Erweckung nennt. Ich erinnere mich daran, in einem anderen Leben selbst eine Adlige gewesen zu sein. Die Menschen verhätschelten mich, die Männer verhätschelten mich. Mich! Oh, das beste Essen, das wunderschönste Haus, alles, wovon man nie zu träumen wagen würde. Ich hatte alles. Es war Gift, das zu wissen. All diese Dinge, die ich gehabt hatte, in diesem Leben aber nie haben würde. Es hat etwas in mir verändert, mein Essen. Mein Essen erschmeckte mir nicht mehr. Die Wände in meinem kleinen Zimmer schienen immer enger zu werden. Ich konnte in meinem eigenen Bett nicht mehr schlafen. Also kam ich hierher. Ansonsten wäre ich wohl in ein Gutshaus eingebrochen und hätte angefangen, Bedienstete zu befehligen. Es wirkt so albern und töricht, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen. Das musst du mir nicht sagen, aber ich komme nicht darüber hinweg und ich fange an, mich zu fragen, haben die Götter dieses Lebens, was haben die Götter des Lebens für mich vorgesehen? Und wenn ja, was muss ich Schreckliches getan haben, um das, so wie ich bin, zu verdienen? Tja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sprechen wir lieber über was anderes. Aber vielleicht kommst du eines Tages dorthin. Wenn nicht in diesem Leben, dann vielleicht in einem anderen. Das Seltsame ist, nicht einmal das Beste wäre mir gut genug für mich. Entschuldigung. Das Seltsame ist, nicht einmal das Beste wäre mir gut genug für mich, glaube ich. Ich glaube, so weit muss es gekommen sein, als ich diese Adlige war. Tja, dann danke für das Gespräch. So, schauen wir noch ein bisschen uns um. Hoi. Tja, das ist so, wie es ist, ne? Mal, ist das hier in Ordnung mit diesen Fleischkonstrukten? Sind die friedlich? Hier ist wieder ein Wächter. Hier ist eine Tür, die mal nicht verschlossen ist. Hier könnten wir natürlich jetzt stehlen, aber was soll's, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Genug Gold und was auch immer. So. Hier sieht's mau aus. So, halt, hier kommen wir durch. Dann gehen wir hier durch. Ja, wo ist denn jetzt dieser Atsu? Jede Menge von diesen Fleischkonstrukten, ne? Patient. Tja. Ich weiß nicht, ob der so bald hilft. Wenn der so seine Experimente so führt, ne? Die war ja ganz angetan hier von ihm, ne? Aber ich glaube mal, der
Ich missbrauche die als Versuchskaninchen. Keine Besucher, keine Besucher. Der hört es nachts Schreie. Nicht schön. Ich soll ja die Patienten nicht verwirren. Halt, schauen wir nochmal hier rein. Achso. Ach, da komme ich hin. Oh, hier, Laboratorium. In diesem Tank strudelt und blubbert etwas. Die kupfernen Drähte und Verbindungen glänzen. Das Gerät, es fühlt sich warm an. Sollte der Kerl hier nicht... Da ist er doch. Speicher mal lieber. Im Laboratorium sein? Das sieht aus nämlich wie ein Laboratorium. Es probbelt und wubbelt. Ein Mann mit rundem Gesicht und Halbglatze wendet sich mir zu. Seine Oberlippe wird durch seine spitze Nase leicht nach oben gezogen, wodurch seine Zähne zu sehen sind. What is the meaning of this? Jo. Ich sag's gleich frei heraus. Edelmeuer hat mir gesagt, du dürftest keine Experimente mehr durchführen. Tja, nun, Edelmöhr hat nichts Vernünftiges mehr bewerkstelligt, seit er seine Seele in einen leblosen Gegenstand übertragen hat. Also wüsste ich nicht, warum ich das abhalten sollte. Wenn Beseele alle die Befehle ihrer Anführer befolgen würden, wo wären wir denn dann? Wir wären alle ebenso rückwärts gerichtet und willentlich ignorant wie in Redekars. Wir wüssten nichts über Leben und Tod oder gar über uns selbst. Wir wären verloren im Dunkel und hätten keinen Schimmer, warum. Unsere Anführer leiten uns und ohne sie laufen wir Gefahr, vom Weg abzukommen. Wenn dieser Mann seinen eigenen Weg gehen will, dann soll er sich alleine durchschlagen, ohne die Vorzüge des Sanatoriums. Du spielst mit Dingen jenseits deiner Vorstellungskraft. Das ist gefährlich, töricht vielleicht sogar. Are you from Rayad Saris? Are you Widewin himself, risen to smite me for my heretical belief in learning who I am and why I exist? Please. You are afraid because men have taught you to be afraid. Because they were taught to be afraid. These things are only beyond our comprehension because of the fears of people like you. Nein, ich glaube nicht. Ich meine, okay, man soll Experimente durchführen, aber auf alle Fälle nicht an Menschen. Eigentlich auch nicht an Tieren, eigentlich überhaupt nicht. Im Grunde, ich bin da sehr naturgegeben. Who will solve Widewen's legacy? Some church? Some warrior? It will be an animancer or it will be no one at all. Und? Hast du deine Experimente auch an anderen Versuchspersonen ausprobiert? Habe ich. Zu lügen hätte keinen Sinn. Nachdem Edelmöhr nun beteiligt ist. Ich habe unter unseren Patienten Freiwillige gesucht und einige mutige Seelen haben sich gemeldet. Freiwillig. Ich stand einmal kurz vor einem Durchbruch. Das wussten sie. Sie wussten, dass ihre Opfer etwas bedeuten würden. Ich habe gehört, dass du degradiert wurdest. Was ist denn geschehen? Azur schnaubt wütend, fletscht seine Zähne noch mehr. Das geht dich überhaupt und gar nichts an. Hat dich jemand dazu angestachelt, Outmer? Dieser hinterhältige, selbstgefällige Wurm. Es ist etwas schief gegangen. Alles. Ich weiß nicht wie. Ich werde es nie wissen. Er spuckt auf den Boden, als müsste er einen bitteren Geschmack loswerden. Ich brauche Zugang zur Nordstation. Warum eigentlich? Kommt nicht in Frage. Diese Patienten sind nicht ohne Grund isoliert. Moment, wir haben hier Wahrnehmung. Dann werden wir diese Wahrnehmung auch mal einsetzen. Deine Stirn, sie wirkt plötzlich so feucht. Vielleicht sollte ich dein Ungehorsam mit dem Oberwärter besprechen. You smug cretin. How dare you come down here and meddle? You have no idea the importance of my research. Er ballt die Faust, gräbt seine Zähne in seinen Zeigefinger. Ein Knurren schwelt unter seinem aufgeregten Atem und sein Gesicht legt sich in tiefe Falten. Fine.
speak to them for all the good it'll do you. I'm sure the discussions will be fascinating. Er zieht einen schweren Schlüssel aus seiner Tasche und schleudert ihn fast zu Boden, ehe er ihn mir überreicht. Jo, dann. Gehab dich wohl. Und wir gehen in den Nordflügel, ne? Gehen wir heute noch in den Nordflügel? Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon hier Nordflügler. Schauen wir nochmal in die Türen hier rein. Ich glaube, wir gehen heute nicht mehr in den Nordflügel. Egal, dann wird es eben eine kürzere Folge. Wer bist denn du? Ein Patient, okay. Ja, so Irrenanstalten ist natürlich auch so. Ich weiß nicht so richtig. Also ich glaube ja nicht, dass mit Medikamenten... That's unusual. Okay, da müssen wir mal... Das macht am besten Allot, unser Meisterdieb. Aha. Das nehmen wir mal mit. Ich habe noch keine Ahnung für was, aber wir geben es mal. Wir geben es erstmal ihm hier. Ja. Ja, Irrenanstalten ist so mit Medikamenten. Ich glaube nicht, dass man jemanden, der ja wahnsinnig geworden ist, mit Medikamenten wieder heilen kann. Man kann ihn nur ruhig stellen. Ich glaube schon, dass mein Geist wieder heilen kann. Ich denke schon. So, wir haben ja den Schlüssel und ich hoffe, dass unser Fleischkonstrukt hier... Achso, wir wollten ja Pause machen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.